klar, gutes Aussehen ist attraktiv, aber auch positive Ausstrahlung und Selbstbewusstsein gehören auch dazu. Und ich treffe mich heute mit jemandem, der in Sachen Selbstbewusstsein fast schon in seiner eigenen Welt lebt. Man munkelt sogar, dass er eine Beziehung mit sich selber führt. Und da dachte ich mir, das wäre interessant, ihn mal zu fragen, wie er dieses Level erreicht hat. Und deswegen kommen jetzt hier bei SamTV die 5 ultimativen Tipps für mehr Selbstbewusstsein zusammen mit Johnny Bordello. Okay Leute, Johnny Bordello hier, live aus dem Live. Punkt 1 ist ganz einfach, wer wollt ihr sein? Setzt euch hin und überlegt euch, wer wollt ihr sein? Punkt 2, nachdem ihr euch entschieden habt, wer ihr sein wollt, findet die Fehler. Zum Beispiel, ihr wollt Kanye West sein, dann sucht die Fehler von Kanye West und ergänzt sie. Weil dann seid ihr automatisch einen Schritt weiter, was das Selbstbewusstsein ist. Punkt 3, Leute, ist, scheißt auf die Hoffnung. Hoffnung ist wie ein Krebsgeschwür, das frisst euch nur auf. Ihr müsst daran glauben und es wissen. Wenn ihr was vorhabt, wenn ihr einen Wunsch habt, wenn ihr Ziel erreichen wollt, ihr müsst es wissen. Und ihr müsst daran glauben, ganz, ganz fest. Ich stehe morgens nicht auf, gucke in den Spiegel und denke mir, wow. Nein, ich stehe morgens auf, gucke in den Spiegel und weiß, wow. Okay, Leute, Punkt 4 ist ganz simpel. Macht das, worauf ihr Lust habt, egal zu welcher Uhrzeit. Es ist egal, es ist dein Leben. Du bist Hauptdarsteller in deinem Leben. Das heißt, du kannst entscheiden, worauf du Lust hast. Das macht glücklich. Irgendwann werden sich auch die Leute von dir abwenden, weil du auch automatisch das Alpha-Tier jetzt abseits stellst. Aber das ist ganz okay. Du brauchst eine eigene Meinung. Du musst einfach deine eigene Meinung haben. Lauf nicht irgendwelchen Dingen hinterher. Lauf nur dir selber hinterher. Kommen wir zum letzten Punkt und damit auch zum schwersten. Wenn ihr all diese Punkte verinnerlicht habt, führt ihr eine Inception durch. Das wird wahrscheinlich wochenlang dauern, aber es klappt. Ich habe es selbst gemacht. Das ist ganz simpel. Ihr müsst diesen Gedanken so fest einpflanzen, dass der im Unterbewusstsein lebendig wird. Dass du gar nicht mehr daran denken brauchst, weil du es schon weißt. Weil dann ist es dieses Wissen. Dann weißt du, du bist ein geiler Typ. Dann weißt du, du siehst geil aus. Dann weißt du, du kannst alles schaffen. Johnny Bordello, live aus dem Live. In your mouth.